So, damit ich es nicht vergesse. Gleich dahinter. Einmal quer hier durch. Kommen wir hier vielleicht auch schon hoch mit der Ranke? Nein. Sieht zumindest nicht so aus. Einmal quer durch, hätte ich gesagt. Ja, jetzt quer durch. Den hätte ich hier. Jetzt zeigt das gleich. Ach, weil wir von der Richtung kommen. Das sehe ich so nur von der anderen Seite nicht. Gut, Knut. Und wo ist jetzt das Osmium? Tatsache. Fup. Wie ist denn das hier als. Bap, davor gelatscht. Da war nämlich so ein Dunst, den ich noch gesehen habe. Ja. Oh, nichts runtergefallen, oder? Runtergekullert. Das waren doch jetzt nicht nur zwei Osmiums. So. Da ist noch ein Eisen. Ja, aber das Loch war schon das Eisen. Ja, hier ist auch noch ein Schwefel hingekullert. Das liegt original auch nicht hier rum. Na gut, da hat sich der Osmium ein Schloch mal nicht ausgezahlt. Aber auch nicht weiter tragisch. Doch, die vier Osmiumse. Naja. Können wir verschmerzen. Sie mitnehmen. Was liegt denn hier rum? Schwefel. Sieht aber ganz anders aus wie Schwefel. Das ist auch nochmal ein Osmium-Einschlag. Ohne Osmium. Also Osmium despawnt dann auch was und der Schwefel bleibt liegen. Na, geilo. War doch beim letzten Mal auch noch nicht. Inkubator. Und dafür brauchen wir die Larven. Ah, hör auf, Sili so abzubauen. Wir brauchen noch mal Alu. Eine Charge. Da war noch mal Sili, 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 Sili. Ja, ist ja gut. Zu den Questkoordinaten sind wir auch noch nicht gekommen. Mann. So, haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nein. Haben wir brav aufgeräumt. Das braucht man zu Hause nicht. Eisen braucht man nicht und genau. Magnesium braucht man auch gerade nicht. Kobalt haben wir glaube ich auch da. Da haben wir das. Sili hat sich gelohnt. Zurück. Wollte ich nicht die restlichen Klümpchen da auch noch mitnehmen? Brauchen wir die? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was ich bräuchte, ist Wasser. Papp. Und einmal hier durchsprinten. Haben wir irgendwas? Nö, wir hatten ja genau Alu und Schwefel. Zu viel Schwefel. Auch Luxus. Sili. Zu viel Sili. Na, das nenne ich mal Luxus. Den wir dann auch gleich mal verbraten. Zu viel Alu können wir dann auch gleich mal verbraten. Warte mal. Wir packen mal die ungewöhnlichen Larven raus. Cool. Seltene Larven, ungewöhnliche gemeine Larve. Wir packen Zellulitis raus und behalten den Rest da drin. Und verarbeiten das gleich mal. So, dann haben wir 4 Alu. Wir fangen von vorne an. Reihenfolge, genau. Titan. 1, 2, 3, 4. Sili haben wir 3 einstecken, das ist der vierte. Magnesium 2, Kobalt 1, 2, 3. Iridium brauchen wir nicht, Alu haben wir einstecken. Super leck bauen.
Dann haben wir 4 Superleck und haben die Inventare auch wieder relativ aufgeräumt. Essen ist noch nicht fertig. Gut so. So, nochmal Kontrollblick. Uran und Iridium. Zu viel. Reichlich, sag ich mal. Es ist nicht zu viel, aber reichlich. Können wir liegen lassen, den Kladderadatsch. Sili haben wir auch. Was wir brauchen, sind Superleck. Und nein, hier noch ein paar Raketen. Ja, aber später. Wir müssen mal andere Raketen wie Sauerstoff hochschicken. Erkunden und, was dich jetzt bestimmt auch interessiert, der Inkubator. Inkubator, was können wir damit machen? Wir brauchen eine Baumrinde und Dünger. Stufe 2 haben wir auf jeden Fall da. Baumrinde fertig. Jawohl, sind es jetzt mal so noch rausgenommen. Dünger Stufe 2 haben wir da. Wenn du nicht da haben solltest, kannst du hier bauen aus dem Dünger 1 Alge Kürbis. Haben wir Kürbis schon angebaut? Nein, haben wir nicht. Dann müssen wir nämlich auch Kürbis anbauen. Jo, 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 jo. Hier die Auberginen. Wobei da auch eine Reihe reicht mit Auberginen. Hier noch eine Kiste hingesetzt, ne? Die zweite Reihe dann Kürbisse. Bohnen haben wir ja hier noch zum Naschen. So, dann brauchen wir noch ein Superleck. Und damit können wir den Inkubator bauen. Wo stellen wir den hin? Hier an der Seite? Hier rein? Ne, komm hier. Ja, hier haben wir schon einen DNS-Manipulator, den wir nicht benutzen. Zack! Zeig uns mal, was das Ding macht. Und zwar können wir hier Bienenlarven züchten. Wir können Azurae-Schmetterlingslarve züchten. Wie heißt es? Azurae? Pengau-Schmetterlingslarve, Seidenraupe und Chromfischeier. Und wenn du hier drüber gehst, siehst du, brauchst eine ungewöhnliche Larve, Mutagen und Dünger. Hier brauchst du gemeine Larve, Mutagen und Dünger. Insektenmultiplikator. Die Bienenlarve brauchen wir dann bestimmt für die Bienenzucht, den Bienenkorb. Seltene Larve, ungewöhnliche Larve, gemeine Larve. Können wir alle verwenden. Und das packst du dann hier rein, in der Reihenfolge, wie du es hier gesehen hast. Den kommt das am Ende dabei auch raus. So, was wollte ich jetzt machen? 2 Kobalt. Haben wir hier nicht mehr drin. Haben wir aufgeräumt hier. Für einmal Sauerstoff. Dann hätte ich gerne 3 Eisen und so weiter für oben drauf. Wir wollten oben drauf gehen. Dann drücken wir hier ein. Und jawohl. Stehen auch gleich im Alu drin. Das ist toll. Was bist du? Cool. Zeolith. Mir ist nicht alles schon eigentlich einmal mitgenommen. Nee, einmal nicht. Ne? Nur ein paar Einzelne hat man mal mitgenommen. Ne? Jawoll! Schwarzpulver, Dünger Stufe 2. 2 Raketen. Auf die Schnelle hatte ich nur eine gesehen. Krass. So, hier oben hatten wir ja 1-2 Einschläge. Da war noch irgendwas Blaues an der Seite hier. Oh ja, das ist ein Deich. Merken. Hatte ich ja auch schon öfter gesagt. Merken. Das Uran kriegen wir noch. Zeolith. Ne, Zeolith. Schnappen wir uns auch. Müsste eigentlich noch mehr Uran rumliegen.
ging es doch aber mal auch weiter. Bin ich denn jetzt schon da hochgekrabbelt? Genau, hier geht's doch weiter. Zeolit. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Da. Ich dachte, wir hatten hier schon dran geklatscht. Sauerstoff-Multiplikator-Sicherung. Und mal wieder ein Mikrochip. Den brauchen wir auch. Und schon sind wir voll. Fast voll. Na. Es lohnt sich auch, die Kisten stehen zu lassen. Was? Haben die das jetzt umgebaut? Echt jetzt? Normalerweise guckt man doch hier oben drauf und dann in die Richtung weiter. Haben die das hier zugemacht? Normalerweise kann man doch hier oben drauf und kam dann rüber über die Sandfälle. Cool. Das muss ich nachher nochmal überprüfen von der anderen Seite. Oh, noch eine volle Kiste. Das brauchen wir. Deswegen war ich so verwirrt, sah auf einmal alles anders aus. Denn der Aufgang, der ging doch da drüben rüber. Da in die andere Richtung kamst du sonst oben drauf auf die Sandfälle. Okay. Dann müssen wir hier nochmal schnell auskippen und gehen auf die andere Seite. Zeolit. Uran. Kriegen wir das Uran noch rein? Jawohl. Oh, viel zu viel von allem in Samen. Sortieren. Die packen wir mal hier rein, die Dünger. Oh, ich brauche bald eine Auberginenkiste. Uiuiui. So, Baumrinde war hinten. Was wollte ich denn jetzt noch? Larve wollte ich rauspacken. Eisen wollte ich rauspacken. Osmium. Hier ist so viel Verschiedenes. Da ist noch ein Samen. Sortiere. Petrischale, Mutagen. Sauerstoffmultiplikator müssen wir gleich reinhämmern. Also, den müssen wir gleich nutzen. Ach nee, haben wir ja gar nicht mehr. Da passt ja nur einer rein. Wir brauchen dringend Maschinenoptimierer Stufe 2. Okay, dann stellen wir noch einen 1er daneben. Da hätte ich das Eisen auch drin lassen können, aber das konnte ich nicht wissen. 2-mal Schwarzpulver. Bap, bap. Jetzt komme ich durcheinander. Uranstab, Kobalt. Uranstab, da war die Stimme weg. Kobalt. 1-mal, 2-mal Eisen. Bap, bap. Hier haben wir nur noch Schwefel drin, jawohl. Mitten in der Nacht. So. Der pusht nämlich die alle. Mit Sauerstoff, oder? Jawohl, Sauerstoffmultiplikator. Hatte ich nicht auch noch irgendwas anderes, was das besser macht? Blumenverteiler. Sauerstoff 420, Sauerstoff 390. Ja, aber dann müsste ich die eigenen Generatoren alle nebeneinander stellen. Und die haben wir schon alles schön nebeneinander. Ja, da oben bewegt sich es ganz langsam. Na, ist jetzt nicht stark bemerkbar. Das merkt man dann. Mit den nächsten Raketen, wenn wir mal eine Sauerstoffrakete da hochschicken. Das sehen wir hier immer noch nicht. Das war dann hier mehrere. Also nicht nur die Asteroiden und so. Also nicht nur Wärme und Luftdruck, sondern auch Sauerstoff mal hochjagen. Das sollten wir demnächst auch mal machen. War auch viel zu viel zu tun. Ja, Raketentriebwerke haben wir ja. Und die packen wir erstmal raus.
Den Chip naschen wir auf jeden Fall rein.